das kein Glas? Hätte schwören können. Hätte ihn abballen. Napalmkanone. Will ich nicht. Ich hasse Napalm. Schreiten um die Wette. Hast du dir die Deckung umgeworfen, wenn du dann vorrennst? Das. Noch was? Schocker. Oh fuck. Der braucht Zeit. Hier noch was für mich? Nee. Jetzt habe ich wieder ein paar Granaten gefunden. 4 Brandgranaten, das ist gut. Weste. Die Kabine. Was liegt hier? Oh Gott. Snake Fist. Warum Snake Fist? Jetzt nehmen wir dann Sturmgewehr. Oder nehmen wir Energiewaffe? Nee. Nehmen wir Sturmgewehr. Oh, Ninja. Ninja. Da ist er. Ganze Reflexzeit verbraten. Vielleicht ist die Energiewaffe wäre ideal, aber ich habe nur 5 Schuss. Oh, genau von mir. Nimm das, Ninja. Katana-Anzug bräuchte noch ein bisschen mehr Forschungsarbeit, um wirklich sinnvoll eingesetzt werden zu können. Meiner Meinung nach.
sieht die Doofiane schon von weitem. Da steht einer zum Beispiel. Blöderweise haben die keine Munition bei sich. Hier läge eine Weste, wenn wir uns mal vormerken. Für schlechte Zeiten. Wo muss ich jetzt hin eigentlich? Geht's da irgendwo noch rauf? Da liegt was. Fahrstuhl. Sonst noch was? Bevor wir losfahren. Der wollte wohl aussteigen. Ups. Ist er verschwunden. Ich hoffe, du kommst, Beckett. Hier kommen Feinde von allen Seiten. Ja, ich komme. Bin schon unterwegs. Erreichen Sie den APC. Oh Gott. Wieder durch die Grundschule. Nein! Scheiß Granaten. Moment. Ich nehme das Sturmgewehr. Sind die Gespenster weg. Die waren nervig. Hier ist zu. Machen wir es mit Bande. Hat nichts gebracht. Ah, das sind meine Kameraden. In den APC-Bank, wir müssen los! Komm ja schon. Auf geht's! Startler, Manny, gib Gas! Schotten dicht. Ich hab gesehen, was mit Halford passiert ist. Du konntest nichts tun. Schauen wir uns mal Snake Business zusammen ein. Ich hab Mord gehalten. Das ist mehr als genug, um Harbekan für immer zu versenken. Vorausgesetzt, wir überleben lang genug. Snakefist ist tot, getötet von einem Replika-Attentäter. Sein richtiger Name war Terry Halford, ein Mitarbeiter von Genevieve Aristide an dem Projekt Harbinger. Bevor er starb, drängte er sie, nach Still Island zu gehen und dort den teleästhetischen Verstärker zu benutzen, um Alma zu zerstören. Ich lasse die Metaphysik mal weg und versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Sergeant Beckett, Genevieve Aristide hat im Krankenhaus ein paar echte Gemeinheiten mit Ihnen veranstaltet. Zuerst Gene spleißen, um sie mit Alma zu verbinden. Bitch. Dann hat Aristide sie in die telästhetische Anpassungskammer gelockt und die Verbindung verstärkt. Daher weiß Alma von ihnen und sie sind völlig aufgeschmissen, wenn sie sie nicht zerstören. Was uns zu dem telästhetischen Verstärker auf Still Island führt. Sie sind psychisch zu schwach, um Alma widerstehen zu können, also werden wir sie an ein Gerät stöpseln, das ihre Gehirnwellen hochjubelt. Leider ist das einzige Gerät mit genügend Saft dafür auf Still Island in einem alten Nuklearreaktor. Snakefist Video 01.exe? Eigenartig.
glaube, dass dieser Verstärker sie theoretisch stark genug machen kann, um Alma in einem mentalen Kampf zu besiegen. Ich sage theoretisch, da die Daten zu Alma keine klare Aussage zu diesem Punkt zulassen. Aber es erhöht die Chancen, dass es Alma trifft und nicht sie, wenn ein Kopf explodiert. Und genau das wollen wir. Klingt ziemlich einfach. Verstärker finden, Beckett anschließen, Schalter umlegen. Alma war einmal. Na, Still Island. Ich dachte, der Reaktor wurde vor 30 oder 40 Jahren geschlossen. Und danach hat Armacam übernommen. Nach den Daten von Snake Fist ist dort das Haupttestgelände von Project Origin. Wie weit noch, Manny? 15 Minuten bei freier Bahn. Verdammt! Freie Bahn, ja. Komm, ich glaube, wir sind hier richtig in die Scheiße geraten. Da ist ein Feind. War ich etwa nicht angeschnallt? Wäre heimlich unsere Position einhalten. Sieht aus wie Kritiker. Und die sind sauer. Sag, die bringt uns raus. Hier, schon haben wir nicht. Halt auf. Da oben. So, hier. Ich weiß nicht. Was? Haltet euch irgendwo fest. Ich habe eine Idee. Wow, wow. Was soll das denn heißen? Abwärts! Festhalten! Shit. Haltestelle 5. Straße, einsteigen. U-Bahn. Prima, Sergeant. Manny, du Verrückter. In die U-Bahn. Warte, die Antibiotin gibt Deckung. Wir müssen rausfinden, wo wir sind. Gegen dein Part. Manny, gib uns Deckung. Ah. Kompanie. Und jetzt? Hey. Was denn? Irgendwas rumpeln.